Hallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder ein neues Auto zu sehen, was ich vor kurzem bekommen habe. Und zwar, ihr seht es da, ein neues Pop Race Modell. Und zwar den Nissan Skyline GTR V8 Drift Hakusuka, wie auch immer. Ja, von Pop Race. Ja, diesmal in Weiß. Ich habe ihn schon in Orange. Ja, wo ist er? Da oben. Ja, Verpackung. Wie immer. S1904. Hier steht wieder XK Toys. Chinesisch, Japanisch, wie auch immer. Und ja, hier ein bisschen Krimskrams Beschreibung. Interessant finde ich auch, dass es schön weiß mit Silber abgesetzt ist. Ja, gefällt mir recht gut die Verpackung. Ich habe ihn schon mal draußen gehabt, mir mal angeguckt. Ja, ist recht ansehnlich. So, dann hole ich den Wagen mal raus. Oh, steht auf dem Kopf. Aha, alles steht Kopf. Hurra, jetzt wäre mir beinahe runtergefallen. Ja, ist natürlich wie hier in so einem Plastikblister, dass auch nichts dran kommen kann. Genau, dran kommen kann. Auch ein gutes Wort. Ja, und hier ist das gute Stück mit Spiegeln, wie man sieht. Die lassen sich leicht biegen. Gummispiegel. Ja, vorne auf der Motorhaube. Wie gesagt, oder vorne an den Kotflügeln eher gesagt, auf der Motorhaube sieht man ja, den V8, die Räder, schön in schwarz mit Chrom gehalten, Speichenfelgen. Ja, hier unten steht Pandem dran an der Seite. Da, hier ist das Auspuffendstück, das Endrohr, schön zur Seite raus. Ja, hinten, man sieht richtig gut. Vorne auch richtig, richtig gut. Ja, innen drin hat er einen silbernen Überrollkäfig und ist leicht in schwarz gehalten, wenn ich es richtig sehe. Ja, abgesetzt sind natürlich auch Lüftungsgitter oder was auch immer das Schwarze hier ist. Ja, und der Vorteil ist, man kann ihn hinten aufklappen. Ja, da kann man reingucken. Da liegt auch der, ich weiß nicht, ist es der Kühler oder so? Kann natürlich sein, ne, dass es der Kühler ist, der da hinten drin ist. Deswegen, wahrscheinlich auch sind das Lüftungsgitter, doch wahrscheinlich. Ja, Verbreiterungen, ja, sehen richtig gut aus. Vorne den Frontspoiler etwas breiter oder größer. Schön hier. Steht auch nochmal, was steht drauf? Pandem. Ja, schöne weiße Farbe mit dem Schwarz abgesetzt. Ich meine, Schwarz und Weiß geht immer. Und hier kann man schön die Motorhaube wieder aufklappen. Da sieht man auch den Motor. Ja, richtig geil, finde ich. Ja, gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, nee, sieht aber kacke aus. Ja, dann sieht er halt kacke aus für euch. Ich finde ihn cool. So, kann man schön hinstellen. Werkstatt-Dio oder was weiß ich. Oder einfach nur hier unten hin. Hier steht übrigens ein Citroën, die S21 Palas. Ja. Türgriffe sind auch schön farblich abgesetzt, genau wie hier die, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Diese runden Dinger sind auf beiden Seiten. Ich habe aber gedacht, es wären Tankstutzen. Keine Ahnung. Der Auspuff ist schön und Chrom. Hier hat man nochmal schön. Die Blinker sind gut. Ja, Rückleuchten natürlich schön. Klarglas in Rot. Und vorne alles schön in Schwarz gehalten. Ja, schickes Auto. Und ja, das war's von dem Video. Danke fürs Vorbeigucken, Zusehen und bis bald. Ciao.